Ich zeige dir jetzt, wie du im neuen Modern Warfare 3 Zombie-Modus in den Tresor des Shaheen-Herrenhauses gelangst. Folge mir für mehr Tipps und Tricks. In welcher Reihenfolge du die Schritte erledigst, ist an sich egal. Denn alle anderen sind genauso scharf auf den Raum wie du. Sprich, wenn eine der Aufgaben bereits erledigt ist, kannst du ganz einfach weitermachen und dann trotzdem in den Raum gelangen. Begib dich zu der einzelstehenden Hütte, oben am Ufer, die sich etwa auf I1 befindet. Gehe rein und aktiviere den Transponder, der dort zu finden ist. Sobald dies getan ist, spawnen einige Zombies, ein paar Höllenhunde und ein Zombie-Jünger. Du kannst sie bekämpfen oder weiterlaufen. An sich nichts Wildes. Nun solltest du nach einem gepanzerten Söldnerauto Ausschau halten, welches immer alleine fährt. Verwechsle es nicht mit dem Konvoi bestehend aus 3 Autos. Hinten sitzt dann so ein Schmock, der auf alles ballert, was sich bewegt. Bei ihm musst du schnell sein, denn er bleibt nicht stehen. Erst dann, wenn du ihn oder das Auto zerstört hast, kannst du auch einen Gang runterschalten und dich in Ruhe um die restlichen Söldner kümmern. Hast du ihn besiegt, lässt er ebenfalls einen Transponder fallen, mit dem du die Übertragung senden musst. Meiner Erfahrung nach fährt er meistens hier im G2-Bereich los und dreht immer seine komplette Runde über die ganze Map entlang der Schienen. Theoretisch sollte man ihn als erstes besiegen, aber ich habe das hier an zweiter Stelle für die logische Reihenfolge gesetzt. Hast du dies getan, fährst du einfach direkt weiter auf den Schienen entlang zum Tunnel, der sich ungefähr auf D1 befindet. Sobald du im Tunnel bist, wird Rauch geschmissen und es taucht wieder eine Söldnergruppe auf, die du zu besiegen hast. Meistens kannst du sie allesamt einfach überfahren, in meinem Fall hat's nicht geklappt, was aber nicht schlimm ist. Die sind, meiner Meinung nach, nicht schwer zu besiegen. Hast du dies getan, musst du bei ihnen ebenfalls nach einem Transponder Ausschau halten, mit dem du dann die Übertragung senden musst. Nun fährst du einfach weiter, zu dem Hotel, welches sich auf C5 befindet. Dort angekommen, läufst du komplett nach hinten durch, bis zur Treppe. Achtung, ab der Treppe liegen viele Minen, auf die du achten musst. Meine ersten Minen hat schon ein anderer Spieler zerstört. Umso einfacher für mich. Gehe langsam und vorsichtig die Treppe hoch bis zum 4. Stockwerk. Dort ist auch die erste Tür, durch die du gehen kannst. Mach die Tür auf und du wirst herzlich von einer Sentry Gun begrüßt. Diese kannst du ganz einfach zerstören und die Mine, die davor liegt, auch. Hast du das getan, sitzt der Sniper rechts im Raum. Diesen musst du ebenfalls besiegen und seinen Transponder dann für die Übertragung nutzen. Nun begibst du dich zum Shaheen-Herrenhaus, welches sich auf H7 befindet. Hinter dem Pool am Meer oder was das sein soll, ist ein kleiner Untergrundeingang. Diesen benutze ich immer, um zum Tresor zu gelangen. Geh einfach durch den Tunnel, dann nach rechts, durch die Tür durch und du bist am Ziel angelangt. Nun leuchten alle 4 Lampen über dem Tresor, was für dich heißt, dass du ihn nun öffnen kannst. Öffne ihn und geh rein. In dem Tresor erwartet dich guter Loot und absolut immer eine Kreatur, die du besiegen musst. Mal ist's besserer Loot, mal weniger guter. Ist immer Glückssache. Folge mir für mehr Tipps und Tricks. Danke fürs Zuschauen.